Hallo lieber Löwe, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was in den kommenden 14 Tagen auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Falls du irgendwas hier im Hintergrund hören solltest, ist mein Hund, okay? Der macht ein paar Geräusche, schnarcht ein bisschen. Ja. Ja. Das ist er. Okay. Das, was du da hörst, falls du ihn hörst, das ist er. Schauen wir mal. Was kommt in den nächsten 14 Tagen auf Löwe zu, bitte? 7 der Kelche. Die Qual der Wahl. Ja. Such dir was aus. Das ist das. Fühlst du dich momentan in einer Sackgasse? Hast du momentan den Eindruck, dass du nur eine Person, einen Job, eine Sache siehst, wird verflogen sein in den nächsten 14 Tagen? Weil du plötzlich allerlei Optionen vor Augen haben wirst. Mit 7 der Kelche sehe ich, das ist eine interessante Energie, Menschen fragen sich, was du so treibst und kommen zu dir. What? Löwe, Menschen fragen sich, was du so treibst und kommen zu dir. Du scheinst, oder ich sehe vor meinem geistigen Auge, wie du ein bisschen, ich würde jetzt nicht irritierend sagen, du wirkst mysteriös. Und Menschen fragen sich, was eigentlich bei dir so läuft, was in deinem Leben so läuft, wo du so bist, was du so treibst, wie es dir geht. Und trudeln alle rein. Und du sagst, wem soll ich antworten? Ja? Okay. Königin der Münzen. Okay. Ich sehe, dass sich dir hier auch, oder ja, wir haben jetzt Prioritäten mittlerweile. Bah. Sehr gut, liebe Leute. Sehr gut. Wisst ihr, wir leben hier in der westlichen Welt und Löwe, ich sag's dir direkt, ich streite mit Frauen, die ihre Rechte hier in der westlichen Welt nicht nutzen. Ich streite mit denen. Ich verarsche dich nicht, ich streite mit denen. Wenn ich sowas sehe, wenn ich sehe, ja, wie Frauen ihre Rechte nicht nutzen, ich sehe hier, wie dir hier mit 10 der Kelche, ja, die Welt zu Füßen liegt, Männer, Frauen dir zu Füßen liegen und du sagst hier, ja, ich kümmere mich um meine Geschäfte, um meine Entwicklung, ich kümmere mich um meine Bildung, um mein Vorankommen möchte ich mich kümmern. Das hat momentan Priorität und danach kann ich solchen Gefühlsduseleien nachgehen. Ja. Bin sehr stolz auf dich. Ja, gibt leider viele, die das nicht erkennen, aus politischer Sicht auch nicht erkennen, wie wichtig das ist, wie richtig das ist. Und ich streite regelmäßig mit solchen Frauen. Naja, ist mir egal. Ist politisch berechtigt, was ich da sage, gell? Obwohl dir hier oder so die Pforten zum Happy End in der Liebe, zur Familiengründung, fürs Beisammensein und all das, ja, obwohl hier dir die Pforten alle geöffnet sind, sagst du hier mit Königin der Münzen, dass dir vorrangig, vor allem wichtig ist, dass du dir selbst die Lebensqualität bieten kannst, die du haben möchtest. Du machst es kein Gramm von jemandem abhängig, Löwe, welche Kaffeebohnen du benutzt. Du machst es kein bisschen abhängig, welche Kleider du anziehen kannst. Ja, ob du es dir leisten kannst, Baumwolle anzuziehen oder nicht, oder wegen jemandem auf Polyester abweichen musst. Du machst es kein bisschen von jemandem abhängig, welche Ausbildung du auch hast, ja. Du hast da mit Königin der Münzen, hast du da eine gewisse Lebensqualität, einen gewissen Lebensstandard hast du im Sinne und du sagst, dass du momentan damit beschäftigt bist, das zu erreichen. Und es ist auch sehr interessant, es kommt dir kein Gramm in den Sinn, da jemanden beizuziehen, der dir das bieten könnte. Bäh! Wo sind wir da? Ah, die Sonnenkarte hier. Es ist...
das Regelrecht, das Universum, das dich dafür lobt, dass du jetzt an diesem Punkt angekommen bist. Löwe, die Möglichkeiten eröffnen sich dir hier. Wenn du jemanden im Sinne hast, dieser Mensch kommt hier angekrochen. Ich habe hier die Löwenkarte liegen und dann noch die positivste Karte im Tarot. Du bist das Sonnenkind des Universums in den nächsten 2 Wochen. Du bist der Star des Universums. So dieses, schaut mal, das meinen wir mit Erleuchtung. Das meinen wir mit Aufklärung. Ja, so weit müsst ihr sein, damit ihr das Beste im Leben haben könnt. Es ist Löwe, Löwe. Letztes Jahr warst du noch anders drauf. Na, ich werfe dir gerade einen Blick zu. Löwe, überleg mal, wie du letztes Jahr drauf warst. Das war anders. Das war anders. Und du bist mittlerweile an, also das hier, ja, dass hier Leute anklopfen und du hier sagst, du, ich habe gar keine Zeit. Ich muss mich um mich kümmern. Das hast du dir erkämpft, das hast du studiert, ja, du hast dich selbst studiert, du hast dich ge selbst enträtselt und du hast, oder diesen Standard hier hast du selbst in deinem Leben hier implementiert. Also es ist nicht Zufall und es ist auch nicht, oder es ist nicht so, dass du so geboren bist, du bist. Du hast dir das erkämpft, du hast dir das erarbeitet. Das war aktive spirituelle Arbeit, die du da getätigt hast. Und es ist auch interessant, dass das Universum sagt, dass du jetzt, genau jetzt bereit bist, angekommen bist und genau das gemeint war mit diesem höheren Ich, das du in deinem Leben erreichen sollst. Okay. Sehr zentriert, sehr bei dir. Ja. Klopf, klopf, hau ab. Klopf, klopf, hau ab. Klopf, klopf, interessiert mich nicht. Klopf, klopf, hab keine Zeit. Ja. Andere öffnen bei jedem Klopf, klopf und haben, ja, lassen alles li stehen und liegen und bleiben dann selbst auf der Strecke am Ende. Ja. Ich frage mich, warte, warte, wenn ihr schon da seid, ich habe eine Frage. Da ist kein Zynismus, nee, 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 kein Zynismus, kein Sarkasmus. Ich habe eine Frage an jene, die als Mutter auf dem Liebesmarkt unterwegs sind. Wenn ich so etwas zum Beispiel sehe, ich bin eine kinderlose Frau und ich finde so, eben so Kinder bekommen, Schwangerschaften, ich finde das viel zu anstrengend, zu mühsam. Und wenn ich dann sehe, wie Frauen sich unter die Räder fallen lassen, ja, wie sie da so überrannt zulassen, wie sie überrannt werden, dann finde ich es immer sehr schade, weil ich weiß, dass diese Töchter eine Mutter haben, die sie 9 Monate im Bauch getragen haben und dann großgezogen haben, ja, gestillt haben, Windeln gewechselt haben und dann über all die Jahre großgezogen haben und dann geht die Tochter und lässt sich so behandeln da draußen. Jene unter euch, die Mütter sind, bist du, seit du Mutter geworden bist, ist eine ehrliche Frage. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Bist du, seit du Mutter geworden bist, mit mehr Selbstwert unterwegs, jetzt da du siehst, wie viel deine Mutter in dich gesteckt hat? Es nimmt mich wunder, ob es da dann Klick macht. Ist das so? Jene, die dann Mutter, dass ihr euch gedacht habt, oh Gott, das ist ja anstrengend. Oh, meine Mutter hatte das bei mir und dann noch während schwierigeren Zeiten. Ich bin ja, oder? Ich bin ja etwas, in das sehr viel Arbeit, sehr viel Wert hineingesteckt wurde. Ich sollte mich nicht so behandeln lassen. Passiert das? Ja oder nein? Nimmt mich ehrlich wunder, ob dein Switch stattfindet. Dankeschön. Da kommt ein handfestes Angebot. Ja, ist eins von denen hier. Ein handfestes Angebot, wonach du dann eine Entscheidung treffen musst. Lass mich schauen. Ja, siehst alle Karten, ist gut. Du musst dann eine Entscheidung treffen.
Also da gibt es ganz viele Klopf-Klopfs hier bei Sieben der Kelche, viele Klopf-Klopfs, die du abwimmeln wirst. Und eine davon aber hat hier ein Angebot für dich, Ass der Münzen. Das hier steht für den Anfang einer langfristigen Beziehung, für eine Königin der Münzen. Und dann mit der Sonnenkarte, das macht das hier noch grandioser, noch glänzender hier. Ja, du siehst, wie die Sonnenstrahlen hier auf die Münze noch strahlen. Das hier ist ein grandioses Angebot, das langfristig gilt. Jemand hat hier ernste Absichten mit dir, will hier eine ernste Beziehung mit dir, Löwe, und möchte deine Antwort dazu wissen. Okay. Du kannst momentan vom Black Friday Rabatt profitieren. Es wird laufend verschiedene Rabatte geben. Die mein Newsletter abonniert haben bereits Zugriff auf alle Rabatte. Ja, aber ich schreibe da auf meiner Webseite, falls du von Rabatten profitieren möchtest, von Neuigkeiten, dann schreib dich ein, heißt es da. Und die haben sich eingeschrieben und profitieren jetzt. Ja. Aber du kannst momentan, ja, eben, es wirst dann auf meiner Webseite sehen, bis zum Black Friday gibt es da dann verschiedene Dinge. Und momentan 50% Rabatt auf alle Fortsetzungen mit dem Code BLACKTAROT2023. Findest den Code auch auf meiner Webpage. BLACKTAROT2023, alles zusammen groß geschrieben. Okay, ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Löwe, werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber hier versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.